Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Erster FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Stuttgart, Buschi, ist auch so ein Beweis, dass man sich für Tradition allein im aktuellen Fußball herzlich wenig kaufen kann. Die Frage wird natürlich sein, schafft man irgendwann mal wieder einen nachhaltigen Aufschwung? Ich finde, eigentlich gehört der Club weiter nach vorn. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Und los geht's. Teuer Kauf. Heidenheim sollte heute einfach am besten genauso spielen wie beim kürzlichen Auswärtssieg, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Da gab es ja am Ende ein 1:0 zu feiern. Heute stehen die Zeichen für... Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Teuer Kauf. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Er könnte die Führung erzielen. Gefährlicher Ball, aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz. Verhindert er da das Gegentor. Eck in den Strafraum. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Sosa. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann sind die Gastgeber das Team mit den wenigsten erzielten Toren. Sie würden so gerne endlich Tore machen. Aber wir haben ja zuletzt immer wieder gesehen, da kommt herzlich wenig. Schlechtester Sturm überhaupt. Das ist natürlich eine knallharte Statistik. Dieses Heimspiel sollten Sie daher nutzen, um für die Wende zu sorgen. Vielleicht klappt es. Philipp Clement. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Diese kurze Meldung vom anderen Spiel mussten wir leider unterbrechen. Bayern München hat also getroffen. Damit sind sie nun 1:0 vorne. Da suchen sie jetzt die Lücke. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Aber beim Ergebnis hapert es, das ist eine Enttäuschung, nur unentschieden.
Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Sosa. Sie können den Pass unterbinden. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Harmloser Abschluss, einfach für den Torhüter. So, Pause in dieser Partie. Nach Durchgang 1 ist für die Gastgeber noch alles drin. Wir haben hier ein Remis. Tja, sie haben den schwächsten Sturm und das sehen wir auch heute wieder. Keine Tore, es läuft wenig zusammen. Immerhin halten sie das Remis, aber das kann ja nicht alles. Und jetzt geht's hier weiter. Und das ist der Ballverlust. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Wir sehen den Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Und das gibt Eckball. Ecke kommt kurz. Der Ball geht deutlich neben das Tor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da mit viel Übersicht. Nee, Fahne ist oben, das ist Abseits. Wenn der Steilpass da etwas früher kommt, dann wird es richtig gefährlich. Aber so eben nicht, das müssen sie cleverer machen. Tim Kleindienst. Ja, da ist Platz jetzt. Wenn er den Lauf etwas besser timet, dann kann das was werden. So ist es abseits. Sie werden hier wechseln. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Er holt sich den Ball. Sie kommen noch mal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Bei Ihnen wird's jetzt eine Auswechslung geben.
Heidenheim hat Platz auf dem Flügel. Könnte die Führung werden. Nicht drin. Boah, das wäre der späte Rückstand gewesen. Aber gut dicht gemacht. Tolle Aktion. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke kommt rein. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Gefährlicher Schuss. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Das Spiel ist zu Ende, das war's. Und für die Gastgeber ist es letztlich ein Remis geworden. Sie machen auch heute wieder kein Tor. Wir kennen das aus den letzten Partien. Sie sind die Mannschaft mit dem schlechtesten Sturm. Da herrscht im wahrsten Sinne des Wortes Flaute, auch heute wieder. Trotzdem ein Unentschieden. Glücklich, aber das können Sie feiern wie einen Sieg.